So, unsere Reise hier in Hamburg, unsere kleine 7-tägige Survival- und Outdoor-Woche neigt sich hier dem Ende. Es war eine riesen Herausforderung. Es war auf jeden Fall war es Outdoor. Wir haben 7 Tage draußen gepennt. Survival war es auch mehr oder weniger, weil wir uns mit Schnorren und Dosensammeln über Wasser gehalten haben, dass wir hier nicht über Bord gegangen sind, ne? Dass wir hier immer noch, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Hamburg ist eine geile Stadt, sehr freundliche, hilfsbereite, gute Menschen hier, guter Menschenschlag, Hanseaten halt, nicht so abgefuckt wie die im Süden. Und vor allen Dingen auch die Probleme sind hier zwar auch da, aber doch in abgeschwächter Form. Ja. Mein Kollege, der Herr S., hat gesagt, ich soll ein bisschen Beton mitbringen. Ja, das hat sich hier ein bisschen schwierig gestaltet, auch wenn das ganze Zeug hier am Hafen natürlich ankommt. Muss das jetzt nicht unbedingt sein, sondern man kann auch mit Energy auskommen. Meine Freunde. Survival und Outdoor, es geht weiter. Bis an die Grenzen gehen. Das Buch von Rüdiger Nebaum hat mich inspiriert. Da sind wir noch am Anfang und machen erst kleine Schritte auf diesem Gebiet. Doch ich denke, wir haben diesen Sommer schon viel Erfahrung machen dürfen. Wir haben viel draußen im Schlafsack gepennt. Also waren viel Outdoor unterwegs. Und der Survival-Bereich wird in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal dran kommen als Thema. Und spätestens im nächsten Frühjahr geht es richtig rund. In diesem Sinne, meine Freunde, checkt's aus, TV Pauze, der Channel für die besonderen Momente. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles Gute, bis bald.